Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Schlagabtausch. Harte Fronten bei der Deutschlanddebatte im Bundestag. Strategien. Die Präsidenten der USA und der Coca-Anbauländer verbünden sich gegen die Mafia. Jahrestag. Afghanistan, 12 Monate nach dem Abzug der sowjetischen Truppen. Land unter. Katastrophenalarm in Süddeutschland. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Élysée-Palast hat man bis vor wenigen Minuten noch ausgezeichnet diniert. Wie könnte es in Paris anders sein? Staatspräsident François Mitterrand und sein Gast Bundeskanzler Kohl wollten bei diesem Arbeitsessen die Deutschlandpolitik und den europäischen Integrationsprozess besprechen. In den prinzipiellen Fragen herrscht insbesondere nach der Vereinbarung von Ottawa Übereinstimmung zwischen den beiden Staatsmännern. Frankreich erkennt das Grundrecht der Deutschen an, über ihre Einheit selbst zu bestimmen. Aber François Mitterrand möchte keineswegs, dass der europäische Einigungsprozess hinterherhinkt. Wir schalten jetzt nach Paris zu Uli Wickert. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Die Gespräche, das Essen ist zu Ende, die Gespräche scheinen ja noch anzudauern. Ist denn nach dem Dessert schon etwas Neues durchgesickert? Ja, die Gespräche sind gerade eben zu Ende gegangen. Es hat etwas länger gedauert, als man es erwartet hat. Als der Bundeskanzler heute um Punkt 8 Uhr im Élysée-Palast angekommen ist, dachte man oder sagte man auch schon, naja, das wird um 9:30 zu Ende sein. Der Bundeskanzler möchte zurück nach Bonn fahren. Dass er überhaupt nach Paris gekommen ist, ist eine besondere Geste für den französischen Staatspräsidenten. Nach England fährt der Außenminister, nach Paris fährt der Kanzler selbst. Das hat natürlich mit der Bedeutung der deutsch-französischen Beziehung zu tun und möglicherweise auch damit, dass doch in den letzten Monaten es eine gewisse Verstimmung gegeben hat. Die Verstimmung lag darin, dass Frankreich sich nicht mehr konsultiert fühlte, sondern nur noch informiert. Das heißt, man teilte den Franzosen mit, was Deutschland machen wird, was die Bundesrepublik machen wird, aber man fragte nicht mehr um Rat. Nun ist der Bundeskanzler heute gekommen. Man war sich ja schon einig, dass es so laufen sollte, wie spätestens ab Ottawa beschlossen worden ist. Und auch die Regierungserklärung heute früh von dem deutschen Bundeskanzler ist in Paris mit Genugtuung beachtet worden. Mitterrand möchte ja nun die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion möglichst schnell vorantreiben. Er wünscht eine Vorverlegung der EG-Regierungskonferenz, die vorbereitende Arbeit leisten soll auf den Sommer dieses Jahres. Wie sieht es denn da mit übereinstimmenden neuen Terminvorschlägen aus? Also der französische Präsident hat natürlich etwas ganz Geschicktes gemacht. In solchen Fällen gibt man vorher ein Interview, in dem man dem anderen mitteilt, was man gerne möchte. Und so hat auch der französische Staatspräsident gestern einigen Regionalzeitungen ein Interview gegeben, in dem es heißt, die deutsche Einigung kommt und wir sind einverstanden mit der deutschen Einigung. Das ist eine Sache der Deutschen, beziehungsweise in den Außenverhältnissen und Sicherheitsverhältnissen eine Sache der Alliierten. Aber worum es jetzt geht, ist auch die europäische Einigung sehr viel schneller vorantreiben. Und das bedeutet, die Franzosen möchten, dass die europäische Währung sehr viel schneller zustande kommt. Der deutsche Bundeskanzler war etwas erstaunt über diesen Vorstoß des französischen Präsidenten. Nun gut, Sie wissen, wie das ist. Diplomatisch gibt man ein bisschen nach und gibt dann wieder ein bisschen zurück. Wir wissen, dass die englische Premierministerin Thatcher dagegen ist. Insofern ist es ganz egal, wie der deutsche Bundeskanzler im Augenblick entscheidet. Aber eins ist klar, der Bundeskanzler wird von dem französischen Präsidenten hier unter Druck gesetzt und muss ein wenig nachgeben. Aber heute hat man sich nicht auf ein Datum geeinigt, konnte es auch gar nicht, weil die französische Präsidentschaft in der EG seit dem 1. Januar zu Ende ist und jetzt die Iren und dann anschließend die Italiener dran sind. So war es hier mehr ein Drücken, den Deutschen in die Richtung zu bringen, wenn die Iren und die Italiener den Konferenz vorziehen wollen, dass die Deutschen dann zustimmen. Ja, schönen Dank, Uli Wickert. Schönen Dank nach Paris für diese ersten Informationen nach dem Treffen. So offenbar harmonisch wie der Tag für den Bundeskanzler in Paris endete, so dissonant hatte er begonnen. Nach seinen Gesprächen mit Michael Gorbatschow und Hans Modrow hat der Kanzler heute Morgen den Bundestag in einer Regierungserklärung über Ergebnisse und das weitere Vorgehen auf dem Weg zur Vereinigung der deutschen Staaten informiert. Doch wer am Rednerpult das Mikrofon hat, hat noch lange nicht das Wort. Die Debatte war stellenweise mehr als heftig. Man stimmte zwar im Parlament in der Frage einer Währungsunion und im Streben nach deutscher Einheit weitgehend überein, aber die Schatten des Wahlkampfes sind unverkennbar. Aus Bonn, Ute Pauling.
Meine Damen und Herren, und damit darf ich Sie jetzt bitten, dass wir voller Polemik heute die Debatte zur Deutschlandpolitik. Die entscheidenden Aussprachen über den Weg der schwierigen Wochen bis zur Einheit fallen ins Wahljahr. Gelegenheit, sich zu reiben, Profil zu zeigen, zu verletzen. Wenn nur einer anfängt, brechen Dämme. Die Vergangenheit wird zulasten der Zukunft gern aufbereitet. Von allen übrigens. Und Herr Abgeordneter Vogel, Sie schulden dem deutschen Volk Rechenschaft, wie Sie noch vor weniger als einem Jahr in der Frage der Gemeinsamkeit der Deutschen in Ihrem gemeinsamen Papier mit der SED einen völlig anderen Weg vorgeschlagen haben. Meine Damen und Herren, wir werden Ihnen nicht ersparen, dass Sie Ihre Entwicklung in den letzten Jahren jetzt offenlegen. Mit aller Ruhe muss ich Ihnen sagen, die Art und Weise, in der Sie diese Fragen im Spiel der politischen Kräfte der Bundesrepublik behandeln, widerspricht dieser Einsicht diametral. Sie behandeln nämlich die Deutschlandpolitik so, als sei sie Ihre Privatsache oder bestenfalls ein Feld politischer Profilierung. Soziale Spannungen sind schon jetzt dadurch entstanden, dass Sonderleistungen für Übersiedler, die vor dem 9. November 1989 gerechtfertigt waren, jetzt aber nicht mehr gerechtfertigt sind, weiterhin gewährt werden. Wer von Stendal nach Braunschweig übersiedelt, und das sagen uns doch gerade die Repräsentanten der Oppositionsbewegung in der DDR, wer von Stendal nach Braunschweig übersiedelt, muss künftig genauso behandelt werden wie der, der von Bremen oder von Trier oder sonst woher nach Braunschweig zieht. Ich kann den Bürgern der DDR jedoch versichern, soziale Marktwirtschaft bedeutet immer auch sozialen Ausgleich. Und es ist unser Ziel, dass es auch bald zu einer sozialen Gemeinschaft kommt. Nach unseren Erfahrungen ist als erster Schritt die Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme für Alter und Arbeitslosigkeit erforderlich. Die Würfel für die Einheit sind gefallen. Und es bleibt keine Zeit mehr für langjährige Anpassungsprozesse. Unsere Landsleute in der DDR brauchen jetzt eine klare Zukunftsperspektive. Sie müssen wissen, es lohnt sich, in der DDR zu bleiben. So wollen es zwar alle. Das soziale Netz soll engmaschig sein, keiner unter der Einheit leiden, aber über den Weg zu einem solchen Erfolg, von der Wirtschaftsreform zur Währungsunion, sind die Parteien gänzlich gegensätzlicher Auffassung. Wenn wir die Prioritäten in unserer künftigen Steuer- und Finanzpolitik richtig setzen, dann steht einem zweiten Wirtschaftswunder in der DDR nichts entgegen. Die DDR-Betriebe würden sofort einem ruinösen Wettbewerb ausgesetzt mit der Folge von schneller Massenerwerbslosigkeit und Armut, was wiederum den Strom von Übersiedlern anschwellen ließe. Am Nachmittag hatte Helmut Kohl die Ministerpräsidenten ins Kanzleramt gebeten. Thema natürlich die Deutschlandpolitik. Die Länder forderten an den Verhandlungen über Hilfen für die DDR, aber vor allem an der Bildung eines gesamtdeutschen Staates beteiligt zu werden. Die verschiedenen Wege zum Ziel interessierten weniger. Sie wollen nicht nur der verlängerte Arm bei der Durchführung Bonner Politik sein. Am Ende gingen sie zufrieden auseinander. Sie hatten erreicht, dass sie überall dort an Entscheidungen beteiligt werden, wo ihre Interessen berührt sind. Und so lautete die überraschende Nachricht des Abends im DDR-Fernsehen. Erich Honecker hat die politische Verantwortung für die Krise seines Landes übernommen. Dies teilte der ehemalige Staats- und Parteichef nicht persönlich mit. Er ließ sein Bekenntnis in Form einer Erklärung gestern übermitteln. Verlesen hat sie heute Abend DDR-Minister Rainer Eppelmann vom Demokratischen Aufbruch. Ich möchte Ihnen jetzt eine kurze Erklärung verlesen, die mir gestern Abend der damalige Generalsekretär der SED, Herr Erich Honecker, gegeben hat. Lobetal, 14. Februar 1990. Erklärung. Entsprechend meinen früheren Erklärungen gegenüber der damaligen SED bekenne ich mich zu der politischen Verantwortung für die Krise, in die der Staat und die Bevölkerung der DDR geraten ist. Das betrifft auch die Umstände, die letztlich zu der Fälschung der Wahlergebnisse vom 7. Mai 1989 führten. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass ich nie in meinem Leben politische Entscheidungen aus egoistischen Motiven getroffen habe
und dass ich mich frei von jeder Schuld in strafrechtlichem Sinne fühle. Soweit Erich Honecker. Gegen Erich Honecker wird weiterhin wegen Hochverrats, Korruption und Untreue ermittelt. Derzeit lebt er bei einer Pastorenfamilie im Pflegeheim Lobetal in Berlin. Im nordkolumbianischen Cartagena hat sich US-Präsident Bush mit den Regierungschefs der drei größten Drogenlieferländer an den Konferenztisch gesetzt, um zu erörtern, wie man den Rauschgiftkartellen am wirkungsvollsten ihr schmutziges Geschäft verderben könnte. Bolivien, Peru, Kolumbien haben dabei dasselbe Problem. Eine Wirtschaft, die mehrheitlich vom Coca-Anbau abhängig ist. Während nun die USA verlangen, den Anbau der Rauschgiftpflanze zu unterbinden und den Staaten bei der Umstellung auf Nutzpflanzen finanzielle Hilfe anbieten, fordern die südamerikanischen Länder umgekehrt, dass die Vereinigten Staaten die Nachfrage eindämmen. Näheres zum heutigen Treffen nun von Wolf von Lojewski aus Cartagena. Wer den Weg nicht kennt, der findet dies nie. Irgendwo im Dschungel Kolumbiens, nahe der Grenze zu Panama. Sie haben zuerst Journalisten hierher geführt, sie die Drogenhändler. Es war gestern, am Tag vor dem Gipfeltreffen von Cartagena, eine ungewöhnliche Aktion. Gangster, die ein Kokainlabor freiwillig der Öffentlichkeit und so auch der Polizei preisgeben. Produktionsleistung 20 Tonnen pro Monat. Es ist wie eine Geschäftsaufgabe. Oder ist es nur eine Propagandaaktion? Sie selbst, die Rauschgiftbosse Kolumbiens, nennen es ein Friedensangebot, sogar eine Geste der Unterwerfung. Sie wollten doch nun gesetzestreue Bürger sein und verlangen, erbitten im Gegenzug, nicht ausgeliefert zu werden an die USA. Ihre Millionen und Milliarden an Dollars, ihr Geld, das möchten sie möglichst behalten. Die Behörden Kolumbiens, wen wundert es, sie trauen dem plötzlichen Frieden nicht. Viele sagen, Cartagena, naja, das sei eben eine dieser Städte. Wilde Gegend, Gangsterkulisse. Dabei ist Cartagena eine der ältesten, schönsten Städte der neuen Welt. 1533 von den Spaniern gegründet, Stadtmauern altes Fort, früher der Hafen der Goldtransporte. Natürlich, die vielen Soldaten und Gewehre, die stören etwas den spanischen Stil, die karibische Romantik. Es gibt natürlich auch Neu-Cartagena. Das sieht verblüffend wie Miami aus, Wolkenkratzer am Meer. Und wie in Miami, so erzählt man hier munter dem Fremden, diese Hochhäuser und Hotels, das seien Investitionen der Drogenkartelle, ihre Sparkonten, ihre Geldanlage. Eine Art neutraler Zone und daher friedlich. Bis plötzlich im letzten September im Hilton Hotel der sechste Stock auseinanderflog. Sofort blieben die Touristen aus Kanada und aus den USA. Im Hilton wohnt während des Gipfels die Presse, vom Hotel und vom Fremdenverkehrsbüro rührend umsorgt. Besonders wir, die im sechsten Stock. Es hatte schon die Vermutung gegeben, die vier Präsidenten würden den ganzen Tag in so einer Art Bunker verbringen und nicht viel sehen von Cartagena. Aber dann sah man sie am Strand und in den Wehrgängen des Fort San Juan. Ein weißhaariger Herr, Virgilio Barco, 68, eher ein gelehrten Typ als Draufgänger und Kämpfer, der Kolumbianer in seiner entschlossenen Art, den Kampf mit den Rauschgiftkartellen aufzunehmen, ist in den USA heute möglicherweise populärer als daheim, wo die Bomben detonieren. Wie können die USA dem Land danken und helfen? 250 Millionen Dollar für alle drei Länder ist keine gigantische Summe. Vor allem wollen die drei Südamerikaner Strukturhilfen für die Bauern, die Campesinos, damit sie etwas anderes anpflanzen als Coca. Der Bolivianer Zamora ruft den Reportern zu, andere Länder müssten mittun in diesem Kampf. Am Abend unterzeichneten die vier Präsidentes ein Dokument, die gemeinsame Strategie, nicht nur den Anbau von Drogen zu unterbinden, sondern auch den Konsum. Die drei aus dem Süden fordern faire und kalkulierbare Preise für ihre legalen Exporte. Cartagena war vor allem ein Symbol. Für die schlechte Tonqualität können wir uns nur entschuldigen. Es war besser leider nicht möglich. Der Drogengipfel in Cartagena, ein Kommentar dazu von Franz Stark vom Bayerischen Rundfunk. Der Genuss von Kokain, verehrte Zuschauer, ist nichts Neues.
Schon der Altmeister der Psychotherapie, Sigmund Freud, hatte als junger Arzt die damals gerade entwickelte Droge eingenommen. Eine Droge, die aktiv macht, die Hunger und Müdigkeit vertreibt. Aber neu ist die immer größer werdende Verbreitung des Kokain. Vor allem in Gestalt des billigeren und noch stärker wirkenden Crack. Crack, das ist Kokain mit Backpulver aufgebacken, das in Pfeifen oder Staniolrollen geraucht wird. 90% des Rohstoffs, die Coca-Staude, werden in den Bergtälern Perus und Boliviens angebaut. Da, wo schon vor Jahrhunderten Botenläufer und Lastenträger der Inkas Coca-Blätter kauten. Und nebendran, in Kolumbien, liegen die Herstellungs- und Vertriebszentralen des Endprodukts, des Stoffs für die USA und für Europa. Deshalb saßen heute in Cartagena, salopp formuliert, Erzeuger und Verbraucher zusammen, um eine gemeinsame Strategie gegen Herstellung, Vertrieb und Konsum der Droge zu finden. Das Problem ist für die USA, aber zunehmend auch für uns in Europa und in der Bundesrepublik, deshalb so drängend geworden, weil die einstige Modedroge längst nicht mehr nur in einem exklusiven Zirkel von Künstlern, Jungmanagern und Schickimicki-Leuten konsumiert wird, sondern in einer breiter werdenden Schicht, vor allem unter der Jugend. Und das zieht eine Welle von Beschaffungskriminalität nach sich, von Jugend, ja selbst von Kinderprostitution. In den USA schätzt man die Gesamtzahl der Drogenabhängigen auf 25 Millionen. Für die Bundesrepublik werden Zahlen zwischen 60.000 und 120.000 genannt. Gewiss Anlass für ein Schauspiel, wie es der heutige Drogengipfel von Cartagena war. Sicher auch richtig, mit der Bekämpfung schon im Anbaugebiet zu beginnen und den Coca-Bauern finanzielle Hilfen zu geben für eine Umstellung auf andere Produkte. Aber es war doch vor allem ein Spektakel, mit dem der US-Präsident zu Hause politische Wirkung erzielen will. Denn nur 4% aus dem 10 Milliarden Dollar Topf seines Antidrogenprogramms werden in die Andenländer fließen. Auch George Bush weiß, dass vor allem die Verbraucher das Problem sind, nicht so sehr die Erzeuger. Und dass der Kampf auch dann noch nicht gewonnen wäre, wenn es gelänge, den Kokainnachschub einzudämmen, weil die Süchtigen dann eben auf andere, vielleicht synthetisch hergestellte Drogen umsteigen. Es muss ja Gründe im eigenen Land dafür geben, dass in den USA Schüler und Erwachsene täglich eine Tonne Kokain verbrauchen. Und übrigens auch dafür, dass in der Bundesrepublik 2 Millionen Menschen von einer legalen Droge, vom Alkohol, abhängig sind. Der Kampf gegen die zerstörerischen Rauschmittel muss letztlich beim Verbraucher geführt werden. Oder genauer, in dem seelischen und gesellschaftlichen Milieu, in dem viele Erwachsene leben und viele Jugendliche aufwachsen müssen. Das klingt etwas altmodisch, aber das ist es nicht. Es kommentierte Franz Stark und es folgen die Nachrichten. Dagmar Berghoff. Regierung zurückgetreten. Der schwedische Ministerpräsident Carlsson, der das Land knapp 4 Jahre mit einem sozialdemokratischen Minderheitskabinett regierte, hat seinen Rücktritt erklärt. Er ist im Parlament mit einem Wirtschaftsprogramm gescheitert, das einen 2-jährigen Lohn- und Preisstopp vorsah. Carlsson hatte zu Beginn der 6-stündigen Parlamentsdebatte den Lohn- und Preisstopp noch einmal verteidigt. Nur so könne die Vollbeschäftigung im Lande sichergestellt werden. Bei der Abstimmung aber votierten alle 5 Oppositionsparteien gegen das Notprogramm. Mit 190 Gegenstimmen wurde der Regierungsvorschlag abgelehnt. 153 Abgeordnete stimmten für ihn. Carlsson, der Neuwahlen ausschloss, forderte die Oppositionsparteien auf, jetzt Alternativvorschläge auszuarbeiten. Block 2 abgeschaltet. Das Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz in der DDR hat einen der 4 Reaktoren des Kernkraftwerks Lubmin bei Greifswald abschalten lassen. Es zog damit erste Konsequenzen aus einer Sicherheitsanalyse, an der Fachleute aus der Bundesrepublik maßgeblich beteiligt waren. Über Einzelheiten der Untersuchung wird Bundesumweltminister Töpfer morgen auf einer Pressekonferenz in Bonn berichten. Vertrauen bekundet. Israels Außenminister Arens versicherte Bundespräsident von Weizsäcker, sein Land vertraue nach 4 Jahrzehnten Demokratie der Bundesrepublik und übertrage dieses Vertrauen auch auf den anderen deutschen Staat. Arens korrigierte damit Äußerungen von Ministerpräsident Schamir. Dieser hatte erklärt, von einem vereinten Deutschland könne die Gefahr eines neuen Holocaust für die Juden ausgehen. Arens überbrachte dem Bundespräsidenten eine Einladung nach Israel. Raumfahrtpläne. Bundeskanzler Kohl hat mit Kremlführer Gorbatschow fest vereinbart, dass im nächsten oder im übernächsten Jahr ein Raumfahrer aus der Bundesrepublik zusammen mit Kosmonauten ins All fliegt. Geplant sind wissenschaftliche Versuche in der sowjetischen Weltraumstation Mir. Die Teilnahme an dem Flug soll 20 Millionen Mark kosten. Hacker verurteilt.
Freiheitsstrafen zwischen 14 und 24 Monaten verhängte das Oberlandesgericht Celle gegen drei Mitglieder der Hacker-Szene. Sie waren mit ihren Heimcomputern in die Rechner von US-Datenbanken eingedrungen und hatten ihr Wissen an den sowjetischen Geheimdienst verkauft. Der entstandene Schaden war wegen des Desinteresses der Sowjets allerdings gering, erklärte das Gericht. Die Freiheitsstrafen für die geständigen Hacker wurden zur Bewährung ausgesetzt. Kriegsopferversorgung. Über 400.000 Versorgungsberechtigte erhalten in Kürze mehr Geld, und zwar über die regelmäßige Anhebung ihrer Bezüge hinaus. Es sind vor allem Witwen, die Ausgleichsrente beziehen. Nach den heute vom Bundestag beschlossenen Strukturverbesserungen werden sie künftig zwischen 12 und 58 Mark im Monat mehr im Portemonnaie haben. Die Verbesserungen kommen auch Empfängern von Alters- und Pflegezulagen sowie von Berufsschadens- und Schadensausgleich zugute. Beitragssenkung. Nach Barmer, DAK und Kaufmännischer Krankenkasse hat jetzt auch die Technikerkrankenkasse ihren Mitgliedern niedrigere Beiträge in Aussicht gestellt. Der Beitragssatz soll zum 1. Mai um 0,5 Punkte auf 10,5% gesenkt werden. Unfallbilanz 89. Auf den Straßen der Bundesrepublik sind im vergangenen Jahr 7.985 Menschen tödlich verunglückt, knapp 3% weniger als 1988. Insgesamt gab es fast 2 Millionen Unfälle. Überdurchschnittlich gingen die Unfälle von jungen Leuten zurück. Besorgniserregend gestiegen ist die Zahl der Unfälle mit Radfahrern. Als wir uns gestern in den Tagesthemen ein paar hintergründige Gedanken zum Thema Klimaverschiebungen gemacht haben, da war in dem Beitrag unserer Kollegen vom Bayerischen Rundfunk auch die Rede von weiteren Regenfällen und Stürmen, die uns in den nächsten Wochen noch erwarten würden. Dass diese Unwetter so schnell und in dem Ausmaß wie heute geschehen über Süd- und Mitteldeutschland hinwegfegen würden, das war so genau nicht zu ermessen. Sie haben vielerorts zu katastrophalen Zuständen geführt. Näheres von Michael Cox. Landunter meldeten viele Landstriche in Süd- und Südwestdeutschland, nachdem in der Nacht zum Donnerstag die heftigen Schneefälle in Regen übergegangen waren. Die einsetzende Schneeschmelze in den Alpen und die Regenwasserfluten verwandelten Bäche und Flüsse, besonders im Voralpenland, in reißende Ströme. In Baden-Württemberg wurde in einigen Gemeinden Katastrophenalarm ausgelöst. Nach Polizeiangaben ertrank eine Frau, 5 weitere Menschen werden vermisst. Fast alle Flüsse, wie hier die Burg bei Gernsbach, sind über die Ufer getreten. In St. Blasien mussten 60 Einwohner mit Booten aus ihren Häusern gerettet werden. Sturzbäche bahnten sich ihren Weg durch am Hang gelegene Häuser. Es entstanden Sachschäden in Millionenhöhe. Bei Donaueschingen wurde eine Zeit lang das Brechen eines Staudamms am Kirnbergsee befürchtet. In den angrenzenden Städten Hüfing und Bräuning stand das Wasser 1,50 Meter hoch. Etwa 150 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen wurden überflutet, mehrere Bahnlinien unterbrochen. Rhein und Neckar, wie hier bei Heidelberg, traten ebenfalls über die Ufer. Die Pegel stiegen am Nachmittag stündlich bis zu 10 Zentimeter. Die Schifffahrt wurde auf beiden Flüssen eingestellt. Auch Frankreich, Österreich und die Schweiz meldeten Überflutungen und starke Stürme. In den französischen Alpen waren zahlreiche Straßen durch Lawinen und Erdrutsche blockiert, einige Ortschaften eingeschlossen. Vor der niederländischen Nordseeküste ist eine amerikanische Ölbohrinsel in Seenot geraten. Sie sollte von einem englischen Kanalhafen nach Rotterdam geschleppt werden. Als die Maschine eines Schleppers ausfiel, riss sich die Bohrinsel los. Die 33 Besatzungsmitglieder konnten mit Hubschraubern gerettet werden. Die Bohrinsel treibt auf die Küste zu und droht zu stranden. Ins Ausland, meine Damen und Herren. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan vor genau einem Jahr hatten viele Beobachter ein Blutbad der Mudschahedin an der kommunistischen Führung des Landes vorausgesagt. Dazu ist es nicht gekommen. Afghanistan befindet sich heute in politischer, militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht aber immer noch in einer äußerst schwierigen Lage. Militärisch haben die Regierungstruppen von Präsident Najibullah ihre Position in Kabul und anderen Regionen festigen können. Die Mudschahedin scheinen resigniert, sind untereinander zerstritten. Auch wenn die Lage in Afghanistan in den vergangenen Monaten durch die politischen Ereignisse in Osteuropa hier ein wenig aus dem Blickfeld gerückt ist, ein Frieden in der Region ist noch nicht in Sicht. Najibullah hat nun einen Friedensplan vorgelegt, der sowjetische Außenminister Shevardnadze ebenfalls. Doch die Mudschahedin lehnen die Angebote ab.
Ein Beitrag von Petra Krebs. Das Wetter war noch schlechter vor einem Jahr, als die letzten sowjetischen Soldaten Kabul und Afghanistan verließen. Trocken zwar, aber so bitterkalt, dass alte Leute und Kinder starben in ihren ungeheizten Häusern. In diesem Jahr ist der Winter milde. Mal Schneeregen, mal Sonne. Willkommen in Afghanistans Städten, wo das Kilo Holz inzwischen 50 Afghani kostet und der Liter Heizöl 200. Zehnmal so viel wie noch vor einem Jahr. Und ein Zwanzigstel des Monatslohns für Arbeiter. Der Abzug der Sowjets hat nicht den erhofften Frieden gebracht, sondern galoppierende Inflation. Den Händlern im Bazar geht's noch vergleichsweise gut. Ihre Einkünfte steigen mit den Preisen, solange die Leute noch kaufen können. Aber Lohnempfänger verzweifeln. Auch Handwerker wie diese Weberfamilie kommen über den Winter. Hinter den Mauern, wo ihre Frauen unverschleiert arbeiten können, könnten sie den Monatslohn eines Arbeiters in 2 Tagen verdienen. Vorausgesetzt, dass Garn zu haben ist. Aber das kommt hier unregelmäßig aus den Spinnereien aus Pakistan oder der Sowjetunion. So gibt's auch hier hauptsächlich Fladenbrot, Reis und Gemüse zu essen. Und das begehrte Hammelfleisch höchstens einmal in der Woche. In ganz Afghanistan gibt es so gut wie keine Industrie. Schon vor dem Kriege nicht und jetzt, nach 10 Jahren Zerstörung und Wirtschaftsstillstand, schon gar nicht. Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit sind die Regel. Alles muss ins Land gebracht werden. Entweder über die Luftbrücke aus der Sowjetunion, die schweren Transportmaschinen der Aeroflot starten und landen in Minutenabstand, sobald das Wetter es zulässt. Oder über die einzige Landstraße, die von Kabul über den Salangpass nach Norden führt. Jahrelang war sie heiß umkämpft zwischen dem islamischen Widerstand, den Mudschahidin und den vereinten Truppen sowjetischer und Kabuler Armee. Erst nach dem Abzug der Sowjets konnte die afghanische Armee ihre Herrschaft über diese Lebensader befestigen. Entgegen allen Erwartungen des Westens, der die Aushungerung und den Fall der Städte erwartet hatte. Militärisch also scheint der Krieg entschieden. Wirtschaftlich aber steht Afghanistan vor dem Bankrott. Ein Blick in die ärmeren Viertel der Städte macht deutlich, hier wird gehungert und gefroren. Hier brennt kein Ofen, raucht kein Schornstein und Licht und Strom gibt's nur jede zweite Nacht. Hier ist jeder damit beschäftigt, etwas zu organisieren. Holz, Benzin, Kartoffeln. Und oft leben ganze Familien vom Gelegenheitseinkommen ihrer Kinder. Vor dieser alltäglichen Not verblasst sogar die Furcht vor den Raketen der Mudschahidin. Bis vor einem Jahr noch erwartete man hier das Heil vom Abzug der Sowjets. Heute versteht man nicht, warum dieser Krieg der Großmächte zum Bruderkrieg wurde, dem Ost und West nun Waffen zu liefern. Frieden umfasst jeden Preis. Arbeit und Wiederaufbau, das wünschen alle Afghanen. Und was für die Hauptstadt gilt, das gilt erst recht in der Provinz, die der Krieg verwüstete. 5 Millionen Afghanen in den Flüchtlingslagern in Pakistan und Iran warten darauf, zurückzukehren in ihre zerschossenen und minenverseuchten Dörfer und Städte. Warten darauf, dass Moskau und Washington, Kabul und Islamabad endlich jene Zauberformel finden, die allen Beteiligten erlaubt, mit möglichst wenig Gesichtsverlust diesen sinnentleerten Krieg zu beenden. Im alltäglichen Sprachgebrauch sagt sich manch Tiefergründiges so leicht hin. Aussprüche wie »Mir stinkt's« oder »Den Menschen kann ich nicht riechen«, dahinter steckt der Glaube, dass der Geruchssinn in Zusammenhang steht mit Neigungen und Verhaltensweisen. Kompositeure teurer Parfums setzten schon immer ihren Ehrgeiz in Duftschöpfungen mit magischer Wirkung. So war es denn auch ein Parfumhersteller, allerdings kein französischer, sondern ein japanischer, der behauptete, er habe jetzt das psychische Cologne für den Herrn erfunden. Keine Dame könne da noch widerstehen. Diese werbeträchtige Nachricht brachte die Wissenschaftler Nippons auf den Plan. Sie erforschten durch Hirnstrommessungen die psychischen und physischen Wirkungen, die ein Duft erzielt. Die Ergebnisse der aromakologischen Forschung machten sich sofort die Konzerne zu nutzen. Tokioter Unternehmen tauchten fortan ihre Beschäftigten ungefragt von morgens bis abends in wechselnde Duftwolken. Über den richtigen Riecher zu mehr Leistungsfähigkeit. Robert Hettkemper hat seine Nase mal tiefer in das Reizthema hineingesteckt. Nein, nein, nicht, dass Tokio stinken würde. Die Luft wird seit Jahren durch strenge Abgasvorschriften sauber gehalten. Was einem gewaltig stinken kann, das ist der Stress und die Enge.
In der 20-Millionen-Metropole wird unermüdlich für neue Handelsüberschüsse robotet. Doch angesichts gnadenloser Verstädterung, so fanden findige Forscher, haben Tokios Bürger ein Defizit an positiver Emotion. Die Forscher griffen zur Nase und hauchten einer neuen Wissenschaft das Leben ein. Aromakologie, die Lehre von der psychischen Beeinflussbarkeit des Menschen durch Gerüche. Und Yoshitake Toshihumi hörte die Zeichen der Zeit und machte ein Geschäft daraus. Er rührt Essenzen und verkauft Wohlbefinden. Eine ganze Reihe von Banken und Verwaltungsfirmen blasen ihren Mitarbeitern inzwischen Angenehmes in die klimatisierten Büros zur Steigerung der Arbeitslust. Duft von Limonen, so weiß die neue Forschung, macht arbeitsfreudig. Rosmarin steigert die Konzentration. Nach ausgeklügeltem System wird die Belüftung mit Düften versetzt. Zitrone am Morgen, Lavendel zur Pause, dann Rosmarin zu Feierabend, Kamille. Das entspannt. Umwelttotales Geruchskontrollsystem heißt das dann und es klappt, sagt der Manager. Es wird effizienter gearbeitet. Wenn wir Limonenduft einspeisen, sagt er, gibt es weniger Tippfehler. Wir arbeiten hier im Keller, sagt die Angestellte. Das ist auf Dauer deprimierend, aber mit dem Duft ist es besser geworden. Emotionskontrolle über die Pawlowsche Nase. Im Betonbrei Tokio nutzt man Duft auch zur Seelenreparatur. In dieser Stressklinik schirmt der Entspannungssessel mit eingebauter Stereoanlage von außen ab. Aus Düsen strömt dann stressreduzierend Lavendel und Kamille. Geld freilich stinkt nicht. Die Klinik kassiert für 30 Minuten auf der künstlichen Duftwolke 75 Mark inklusive Musik. Dem geschäftlichen Erfolg kann der Chef der Stressklinik gelassen entgegensehen. Ja, sagt Dr. Maruno, es gibt viele, die unter Stress leiden, die kommen hierher. Nicht, dass es in Tokio gar keine anderen Möglichkeiten zur Entspannung gäbe, aber auch in den Vergnügungsvierteln dieser auf jeden neuen Gag versessenen Stadt können sich die Propheten der Geruchslehre eine goldene Nase verdienen. Duftexperte Yoshitake hat einen Auftrag. Eine Bar, die ausschließlich Mineralwasser ausschenkt, Spezialitäten aus aller Welt, wünscht einen Duft, der an Wasser denken lässt. Duft, sagt er, gibt uns Stadtleuten, was uns sonst fehlt, positive Gefühle. Ich fühle etwas Kühles, sagt die Kundin, aber erst seit man mir gesagt hat, dass es hier anders riecht als sonst. Das passt zu Tokio, der Glaube, dass technisch alles machbar ist und dass Geld damit verdient wird. Gut, und wer bis jetzt noch nicht die Nase rümpft, der kann sich den Wecker oder die Visitenkarte stimulierend aromatisieren lassen. Die duftspezifischen Einsatz- und Einflussmöglichkeiten des Fernsehens, da kann ich Sie beruhigen, sind noch weitgehend unerforscht. Das Wetter. Wechselnd, zeitweise stark bewölkt und wiederholt Schnee- oder Graupelschauer. Verbreitet Straßenglätte durch Schnee und Eis. Am Nachmittag zunehmend Aufheiterungen. Tiefsttemperaturen zwischen minus 3 und plus 2 Grad. Höchstwerte 0 bis plus 5 Grad. Mäßiger bis frischer, im Tagesverlauf abnehmender Wind aus westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: heiter bis wolkig, später zunehmende Bewölkung, Temperaturanstieg. Das war's. Morgen melden sich die Kollegen in den Tagesthemen mit dem Bericht aus Bonn. Letzte Meldung in der ARD, heute gegen 0:35 Uhr. Wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.